Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, nein, aber get on now! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hossa, weil muss ja und so. Gusch! Da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Border Vishko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Ja. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Porta Fischko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich... Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fischko. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fischko, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Oh je. Rufus, oh das je. Ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Okay. Und damit Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Wow, einfach nur wow. Okay, ich glaube... Yay, das macht Spaß. Da geht's nach Porta Fischko, das ist unser Ziel. Ich schätze mal, das hier wird Isla Obacht sein. Hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Was ist hier? Oh je. Ich gehe nochmal kurz zurück auf den Kutter. Um einfach mal kurz mit den Leuten zu reden. Was habe ich dabei? Klopfzeichenzettel und die Fernbedienung. Scheinbar haben wir es nicht mehr geschafft, Goal noch wenigstens zwei Bewusstseine einzupflanzen.
muss sein. Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Ja. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donnergol nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo. Aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat. Dörte Marie. Und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Ich will gar nicht wissen, warum. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Gol hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Okay. Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Das habe ich auch rausgehört. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter, es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Scheiße, noch eins, das ist lustig. Okay, hallo Doc. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Und du bist dir sicher, dass du Gol wieder zusammensetzen kannst? Natürlich. Ich brauche nur die dritte Datasette. Die, die sich in Donners Implantat befindet. Genau die. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Auch wenn mir der Seegang etwas Sorgen bereitet. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, Stabilisatoren an die Knochensäge zu bauen. Weißt du zufällig, ob Gol Bluterin ist? Du schaffst das schon. Ja, definitiv. Hast du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Isla Obacht? Klingt einladend. Ich hoffe, du trägst warme Unterwäsche. Die Insel liegt im Zentrum einer permanenten Schlechtwetterfront. Ach, so ein bisschen Wetter kann mich nicht schrecken. Sollte es aber. Immerhin wirst du inmitten eines Gewitters elektrotechnische Montagen an der Spitze eines Funkturms vornehmen müssen. Und wenn schon? Ich habe schon ganz andere Gefahrenhinweise ignoriert. Yep. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Krawallgoal. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir geht's super. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir geht's super. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Baby Goal! Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Baby Goal! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Ich geh mal an Deck. Ich halte sie nicht mehr aus. Wegen Lagerkoller. Na ja, gut, draußen ist auch nicht besser. Was machen wir? Geht's nach Porta Fisco? Oder geht's nach Isla Obacht? Oder geht es gar... Das wird Isla Obacht sein. Das ist Porta Fisco. Wir haben ja hier noch eine unbekannte Insel. Und ganz ehrlich, oh, seht nur, ein dreiköpfiger Affe. Oh. Wie jetzt?
Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Okay. Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Boah. Da habe ich wieder mal einen Schlauch dabei. Ist eine Klingel? Hier ist also der Nordpol. Das Schild ist größer als der Pol. Im Kuwak hat es nie geschneit. Wenn ich Wenzel einseifen wollte, musste ich ihn immer unter einem Vorwand in Tonis Tiefkühlfach locken. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Das ist nie verkehrt. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Und so. Das ist übrigens ein sehr interessantes Bild. Sternbild. In Kuwa konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Er hält sich offenbar für den coolsten. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Ja. Ich habe Eis, ich habe einen Schlauch. Die Fernbedienung. Ich drück mal die Klingel, gucken, was passiert. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Ah, das erklärt so vieles, ja. Gut. Das war also der Nordpol. Wenn man jetzt den Kopf nach rechts dreht, dann sollte das passen. Porta Fisco? Oder Isla Obacht? Fisco? Obacht. Fisco? Obacht. Porta? Isla. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht. Oder vielleicht. Nein. Wir machen definitiv hier eine Aufnahmepause. Ich danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, war. Gibt's mal, Rinjaun und so. Tschüss, Wester. Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Wir befinden uns tatsächlich immer noch am Nordpol. Ich wollte eigentlich. Ja, in der letzten Folge ging es ja um die Frage: Geht's jetzt nach Porta Fisco? Oder geht es auf Isla Obacht? Und ich habe mir gedacht, hey, ich fahr zum Nordpol. Ja, wir haben uns ja draußen ein bisschen umgeschaut gehabt. Es war jetzt nicht so der wahre Jakob. Nur noch mal kurz in Erinnerung, Gedächtnis und so. Und als ich aber in den Kutter reinkam, ist mir aufgefallen, hier steht ein Tee und er dampft. Also ist er heiß. Schätzungsweise. Was ist das eigentlich für ein Tee? Nierentee. Der wärmt und ist gut für die Blase. Du solltest aber nicht zu viel davon trinken. Wieso? Ich habe eine außerordentlich große Blase. Okay. Vorsicht, der Tee ist heiß. Das klingt schon mal gut. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich... Au! Verdammt! Ich habe dich ja gewarnt. Tja, selber schuld. Ich könnte ja ein bisschen Eis reinmachen in den Tee. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Ja. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch... Oh oh. Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Da ist was Wahres dran, ja. Er hat bestimmt nichts dagegen.
Ich meine, so eine freigepullerte Fackel. Nicht bevor er sich die Hände gewaschen hat. Dieses Ferkel. Oh je. Hey, ich hab eine Diese Fackel. Diese Fackel passt hervorragend zu Phase 1 meines Plans. Alles, was jetzt noch fehlt, ist Feuer. Und Phase 2 bis voraussichtlich 12. Yep. Wahrere Worte wurden nie gesprochen. Ich wollte eigentlich meinen Namen schreiben, aber bei der Kälte kann man einfach nicht so gut zielen. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Fackel und ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass wir die auch zu einem späteren Zeitpunkt noch brauchen. Gibt's was Neues zu quatschen? Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Zurück an die Arbeit. Aber ich bin... Ach. Sorry, ich klicke das jetzt einfach mal weg, weil es ist... Ach, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Und ich mach doch mal weiter. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Hallo, Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Mir ist kalt. Und das, wo du doch so heiß bist. Oh je, vielleicht habe ich Fieber. Dabei esse ich immer brav mein Gemüse. Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Wenn du dich aufwärmen willst, ja, nimm dir einen Tee. Boah. Aber Vorsicht, er ist sehr heiß. Für Vorsicht ist doch genug Zeit, wenn wir tot sind. Was machen wir hier eigentlich? Was du machst, weiß ich nicht. Ich für meinen Teil friere. Ja, zu dumm, dass ich vorhin die Kiste mit den Heizdecken über Bord geworfen habe. Warum hast du das überhaupt gemacht? Och, halt dich da raus. Ich frag dich ja auch nicht, warum du deine Diät abgesetzt hast. Das war gemein. Hast du schon von dem Tee getrunken? Nur ein wenig. Er ist noch sehr heiß. Nichts ist so heiß, dass ich mir nicht wiederholt die Finger daran verbrennen würde. Du solltest sowieso nicht so viel von dem Tee trinken. Er ist sehr dünn und irgendwer hat das Kutterklo überflutet. Dafür weiß dieser Irgendwer jetzt aber auch, in welche Richtung sich der Abwasserstrudel direkt am Pol dreht. Und dass er sich gar nicht mehr dreht, wenn man Docs lange Unterhosen hineinstopft. What? Hast du die Sterne gesehen? Du willst mit mir die Sterne anschauen? Oh, das ist ja so romantisch. Genau. Darum habe ich das ja auch gesagt. Und nicht, weil ich in der Zwischenzeit in deinem Tagebuch rumradieren wollte. Du bist süß. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Yeah, Baby. Gibt es schon eine Spur? Ich arbeite. Ja, ich hab's vergessen. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf. Okay. Folgt sie noch mal draußen? Natürlich nicht. Obacht, Fisco. Obacht, Fisco. Porta, Isla. Also habe ich eigentlich so ein bisschen die Schnauze voll von Städten nach dem schwimmenden Schwarzmarkt. Darum gehen wir einfach mal zur Isla. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Ja. Hallo? Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal, das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend. Ein geschlossenes Abwassersystem. Mhm. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Wo ist mein Zucker? Natürlich habe ich diesen nicht dabei. War ja auch zu einfach. Was ist der Auspuff? Ich könnte ja kombiniere Schlauch. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie... Dann folgen wir einfach mal Goal ins Ungewisse. Mhm. Questlog. Tauchboot aufspüren. Was war das? Thank you.
Mhm. Klingt ja einfach. Ach, Herr Jemini. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Hm. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ganz schön gewittrig hier, was? Oh ja, wie schaffst du es nur so ruhig zu bleiben? Wenn du erst dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast, dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du schnubbeldi-bubbeldi-wupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-schnupp? Definitiv. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je. Damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schaue dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Mhm, genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Mhm, super. Schritt 1. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Das ist schön, dass Rufus den Plan vor mir hat. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Weiter okay. geht's. Interessant. Ich folge das dir ist überall also hin. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Oh je. Hoffentlich kann Doc ihn reparieren. Ah, das machen wir doch selber. Auf jetzt. Das ist alles gerade ein bisschen zu einfach. Was haben wir hier noch Schönes? Pumpe, das Plateau, wo selber Fußmast. So eine hätte ich mal. Ja. Jetzt gibt's Ärger. Na, endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Okay. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Langweilig! Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also, die Dinger hier, sind ziemlich lose. Und die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte immer, du kannst Dinge nur kaputt machen. Und ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Alles weiter klar. Geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Aber natürlich. Funkmast. Der Funkmast scheint das Gewitter zu verspotten. Und das scheint das Gewitter nur noch wütender zu machen. So ein Trottelgewitter. Dann wollen wir mal. Oh je, oh je, oh je. Aua. Ach ja, schön. Ich muss also auch einen Blister. Eigentlich ist es ja irgendwo verständlich. Ich habe jetzt nichts dabei, was irgendwie nicht leitend ist, also Gummi oder so.
Ich mach's nicht gern, aber vielleicht sollte ich doch zu Doc gehen. Rufenkuda. Ach, Rufus. Gibt es schon eine Ich arbeite dran. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Erklärt einiges. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Das war ja einfach. Viel zu einfach. Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Und weiter? Was machen wir hier noch gleich? Der Empfänger ist modifiziert. Du musst ihn nur noch auf dem Funkmast installieren. Ach ja. Aber ich komme nicht auf den Funkmast. Ich komme nicht auf den... Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zum Beispiel... Ich habe keine... Es liegt an jedes Mal... Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlich... Und macht mir... Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Boso, du alter Pirat, hast du einen Tipp? Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Genau. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Was ist das hier für eine Insel? Der Name ist Isla Obacht, aber die Seeleute nennen sie das Höllenloch. Klingt aufregend. Ja, das täuscht. Eigentlich ist die Insel nur ein weiterer Haufen Schrott, der aus dem Meer ragt. Sie ist nur auf der Karte, weil es hier immer Unwetter gibt, die man weiträumig umfahren sollte. Also, beeilt euch besser mit eurem Funkmast. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Havarie. Das ist vielleicht das Letzte, was du brauchst. Das Letzte, was ich brauche, ist rote Beete und Belehrungen. Rote Beete und Belehrungen. Oh yeah. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Alles Zurück klar. An die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf? Yep. Wir haben jetzt zwar den heilen Sender, aber effektiv noch keine Möglichkeit, auf den Sendemasten selber zu kommen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir geht's super. Das ist schön. Okay, dann... Okay, wir fahren nach Porta Fisco.